André Zeppi. Bitte schön von der Hand. Geben uns ein bisschen zurück, sagen wir mal ins Jahr 1953. Im Iran regiert das Böse. Mohammed Mossadegh. Was? Der Mann war Rechtsanwalt. Sag ich doch, das Böse. Unsinn, der Mann war demokratisch gewählt. Er trat für die Trennung von Staat und Kirche ein. Ja, aber er wollte ans Öl. Was? Dieser Geizkragen. Ja, er wollte den iranischen Hungernden, seinem Volk, sein Öl wieder zurückgeben, das sich die Briten geschnappt haben. Aber das sind Details, das brauchen sie nicht. Sie sind Amerika. Ja, der Mann muss weg. Ein Problem gibt es da. Der Mann ist demokratisch gewählt. Dann schicke ich die CIA. Die CIA besticht die Presse, Abgeordnete, kauft sich ein paar Gangsterbanden und versetzt das ganze Land in Chaos. Bis die Armee putscht und sie ihren Mann, den Schah, einsetzen können. Klingt aber schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie, oder? Ja, das war's auch. Bis vor 3 Jahren, da hat die CIA ihre Akten geöffnet. Dann ist das wohl Geschichte. Das Schöne daran ist, ihr Schah hat im Iran eine stabile Diktatur installiert, die ihnen und den Briten die Ölquellen sichert. Wir haben also die westlichen Werte erfolgreich verteidigt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Noch mehr Anwälte? Nein, schlimmer. Der Schah hat sein Volk so unterdrückt, dass radikale Islamisten unter Ayatollah Khomeini den Schah beiseite schaffen und selbst ein religiöses Terrorregime eröffnen. Da muss ich eingreifen. Ruhig, Brauner, da lassen wir jemand anders ran. Den Hussein. Hussein? Den bombe ich weg. Nein, Hussein marschiert in den Iran ein. Er kämpft gegen das Böse. Dann schicke ich ihm Waffen. Da ist ein kleines Problem. Ein Waffenembargo. Scheiß Pazifisten. Ah, ich weiß was. Ich schicke ihm nur Einzelteile. Nicht schlecht. Der eine schickt Senf, der andere Gas. Was können Sie dafür, dass Hussein Senfgas daraus macht? Nichts, nichts. So. Hussein führt 8 Jahre lang Krieg, 750.000 Tote. Die Giftgasangriffe erfolgen übrigens auf ihrem Wissen. Das ist aber jetzt Verschwörungstheorie. Das war's auch. Bis vor 3 Jahren, da hat die CIA ihre Akten geöffnet. Verdammt, haben diese Idioten keinen Schredder? Vorsicht, die Russen marschieren in den Afghanistan ein. Da muss ich eingreifen. Naja, das tun sie im Prinzip schon. Sie rüsten radikale Islamisten auf. Radikale Islamisten? Ja. Gegen die Russen? Ja. Toll! Ja. Moment, Moment, Moment. Radikale Islamisten. Bekämpfe ich die nicht im Iran gegen das Böse? Ja, aber gegen die sehr bösen Russen? Sind die weniger böse? Wunderbar. Da werde ich mich gleich bedanken bei einem der Abgeordneten. Anführer im Afghanistan, die für uns kämpfen. Wie heißt der jemand nochmal? Osama Bin Laden. Ah, da rufe ich doch lieber später an. Gut, über 1 Million tote Zivilisten später. Das Gute hat gesiegt. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Die Russen kommen zurück? Saddam Hussein. Der war aber der Gute. Ja, aber er marschiert jetzt in den Kuwait ein. Da muss ich eingreifen. Oder helfen. Naja, schwierig zu sagen. Kuwait ist eine absolute Monarchie, ohne Frauenrechte, aber dafür mit Sklavenhandel. Er kämpft also für die westlichen Werte. Er will ans Öl. Was? Mein Öl? Meine Werte? Da muss jemand eingreifen. Warum macht denn niemand was? Naja, die Vereinten Nationen sind nicht so in Kriegslaune. Scheiß Pazifisten. Wissen die denn nicht, dass irakische Soldaten Säuglinge aus Brutkästen herausgerissen haben? Woher haben sie das denn her? Das hat eine Hebamme ausgesagt, öffentlich. Sie wird sich später als
die Tochter des kuwaitischen Botschafters herausstellen. Die ganze Geschichte ist frei erfunden? Ja, von einer amerikanischen PR-Agentur. Manchmal braucht das Böse eben auch ein bisschen Publicity. Sie Schlingel, Sie haben Ihren Krieg, über 1 Million Tote, Wirtschaftsembargo. Das Gute hat wieder gesiegt. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Seitdem sind in Kuwait amerikanische Soldaten stationiert. Al-Qaida und Bin Laden empfinden es als Entweihung der heiligen Erde. Naja, den Rest kennen Sie ja. Afghanistan, World Trade Center, 3000 Tote. Woher kommt denn der ganze Hass auf den Westen? Sagen Sie, woher kriegt Al-Qaida eigentlich ihr ganzes Geld? Bis jetzt von Ihnen. Hoppala. Und von Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Eingreifen, wegbomben! Warte, die haben zu viel von ihren Werten! Dann irgendwas in der Nähe? Der Irak wäre gerade frei. Ah, der Irak. Da war ich schon lange nicht mehr. Und außerdem hat der Irak Massenvernichtungswaffen, sagt die Hebamme. Sehr, sehr gut. Sie marschieren zum zweiten Mal in den Irak ein. 100.000 Tote und Saddam Hussein wandert von seinem Erdloch in ein anderes Erdloch. Ha! Mission accomplished. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Sie marschieren zum zweiten Mal in den Irak ein. 100.000 Tote. Die ISIS nutzt das von ihnen hinterlassene Chaos und auch ihre hinterlassenen Waffen, um einen perversen Gottesstaat zu errichten. Ah, verdammt! Jetzt muss ich gegen das ganz Böse kämpfen. Dann nehme ich lieber einen Halbbösen, den Iran. Was? Oder vielleicht Assad, der ist Wie? Drei Viertel böse. Ich weiß es doch auch nicht. Sagen Sie es mir, gibt es unter diesen ganzen Fanatikern einen Demokraten, der sich für die Trennung von Staat und Kirche einsetzt? Da hat es jemand gegeben, Musarek, aber den wollten Sie als erstes loswerden. Ah, gut, dass ich eingegriffen habe.